Taking a break from saving the world, huh? I bet you've been out there punching darkness in the face and kicking evil in the, nuts. Or maybe you've been checking up on the MIBs. Come on. Dead guys followed by very much alive guys in black suits and black vans. Connect the dots. Anyway, that's what I've been doing. Connecting the dots. I rigged one of my RC planes with a wireless webcam. No biggie. Super easy stuff. I already did it last year for, research. Not to get footage of Mr. Rosen, my math teacher, watering the flowers in his underpants so I could put it on YouTube. That wasn't me. Flying this thing is like air traffic control in Silent Hill. I pretty much have to rely on, like, the force. And then every time I get over the edge of the MIB camp, wham, it goes dead and it goes down. They got some kind of signal scrambling going on. Maybe even EMP? I'd so love to get my hands on that tech. Of course, I got, like, mad skills, so I manage to salvage the plane every time. But I have to keep pulling it out of trees and gluing bits back on. I'd really like to see what's going on inside that perimeter. Like Mr. Rosen used to say, try, try again, Dufresne. Of course, he's a zombie now. Not that he's changed much. He's still Mr. Rosen, and he's still wearing those way too tight underpants. Und damit fliegen wir doch einfach mal dieses schicke Flugzeug rüber zu den Männern in Schwarz, wie es so schön heißt. Wie Danny eben schon sagte, Absturz. Jo, und was macht man, wenn was abstürzt? Man holt sich wieder. Also fangen wir mal an zu suchen, wo es denn jetzt liegt. Vorbei an Edgars Schrottplatz. Hin zu den Golems, die sich hier hinten tummeln. Was man im Übrigen nicht machen sollte, ist in diesen Erdlöchern da drin stehen bleiben. Wenn man dann nämlich von einem dieser Golems getroffen wird, dann fällt man einfach um. Was nicht unbedingt angenehm ist. So, und hier liegt es auch schon. Natürlich direkt neben einem Golem. Aber kein Problem für uns. So, da haben wir auch schon unser gestürztes Flugzeug. Drei EMP-Generatoren. Nun ja, gucken wir uns die doch mal genauer an. Hier auf dem Weg muss man immer ein wenig aufpassen. Hier liegen nämlich so ein paar Bärenfallen aus. Ist nicht ganz angenehm, wenn man da reintritt.
Will nicht. Körper eines toten Orochi. 739241. Und im Inventar haben wir jetzt auch noch was. Eine schicke Orochi-Uniform. Und nochmal den Code, weil ich ihn gerade wieder vergessen habe. Und damit ist dieses Feld hier auch weg. So, schauen wir mal, wie gut wir hier durchkommen. Das läuft doch flüssig. Wir sollten hier aufpassen, nicht an eine Wache zu gelangen. Da vorne läuft zum Beispiel gerade, oder jetzt steht, aber eben ist gelaufen eine. Die können uns nämlich auch in dieser Uniform noch erkennen, werfen uns dann um und dann dürfen wir das Ganze nochmal von vorne machen. Oder zumindest da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Deshalb warten wir jetzt hier. Wir warten, bis sie durchgelaufen ist. Manchmal muss man halt ein wenig Geduld haben. So, jetzt aber. Randa, die Wache guckt gerade nicht. Und zu Danny zurückkehren. Hier den Feldern ausweichen. Siehste, ich konnte es mir doch merken. So, ab zurück zu Danny. Alles, was hier so rumrennt, ignorieren wir ganz einfach mal. Wir laufen einfach nur bis zum Ende durch. Ist ja auch gar nicht weit gewesen. So, nochmal das Flugzeug. Und damit haben wir einmal schön das Orochi-Lager aufgenommen. Und diese Quest beendet.